begrüßen. Und ich freue mich auch, einige neue heute kennenzulernen. Die tollen Eltern, die immer im Hintergrund uns so toll unterstützen, habe ich teilweise ja noch gar nicht gesehen. Und ich freue mich, dass wir uns heute auch mal live erleben. Vielen Dank für die Unterstützung immer das ganze Jahr. Und ich muss wirklich sagen, es ist eine ganz tolle Gruppe. Es hat riesig Spaß gemacht, miteinander jede Stunde, einmal in der Woche, uns zu treffen und an den Musical zu arbeiten. Und heute ist es endlich soweit und wir können es euch endlich zeigen. Ja? Also wir sind schon ganz gespannt, wie es bei euch ankommt. Es wird eine Stunde sein und wir danken euch jetzt schon für die Zeit, die ihr uns schenkt, um uns zuzuhören und zuzuschauen. Und ich möchte recht herzlich die Mina begrüßen, Mina Schafrudi. Sie ist unsere Klavier, die Begleiterin, die uns schon das ganze Semester begleitet hat. Und einen riesen Applaus. Und dann möchte ich auch recht herzlich meine einjährige oder schon seit vielen Jahren Freundin und Lehrerin meines Sohnes und eine super Fotografin, die Renate Fuchs, begrüßen. Sie macht wunderschöne Fotos. Sie macht schon wunderschöne Fotos. Macht der Direktor liebt deine Fotos und nur deine, nicht immer in den Jahresbericht. Das Glück, dass sie heute auch da ist. Vielleicht kommen wir nächstes Jahr dann die Jahresfotos. Und dann möchte ich auch noch meine Kollegin Katrin Hulle begrüßen. Ich freue mich, dass du da bist, Katrin. Super. So. Also, wir beginnen jetzt mit Leben im All, viel Vergnügen mit einer kleinen Reise ins Universum. Der Himmel ist so klar heute. Siehst du die vielen Sterne? Wie kommen die denn alle in den Himmel über? Es war schon sehr, sehr lange her. Milliarden von Jahren. Menschen gab es damals noch nicht. Und im Weltall ging es drunter und drüber. Ein richtiges Durcheinander über dem Zimmer? Nein, noch viel schlimmer. Kometen rasen aufeinander los. Da gab es wütende Planeten, wie die Sonne, die alles verbrannte. Freche kleine Sternschnuppen. Und das böse, schwarze Loch. Das möchte ich gerne mal sehen. Ich weiß nicht so recht, da müssen wir eine kleine Zeitreise machen. Ach Oma, sonst erzählst du ja auch von deinen tollen Abenteuern aus deiner Jugend. Und da hattest du nie Angst. Na gut, wir schauen mal ganz fest in den Mond, ohne mit den Augen zu zwinkern. Vielleicht gelingt uns dann die Reise. Die Meteore ziehen herbei.
wollte ich euch zum Trost ein paar Geschenke machen. Da war doch eben dieser schnelle König. Wie war nochmal sein Name? Gestatten, König XXL. Lieber Komet XXL, für dich sind ein paar Lichtjahre, ja kein Problem. Du kannst all die Geschenke von meiner Freundin im Universum abholen. Deswegen schenke ich dir dieses wunderschöne Pendelwort. Danke, das habe ich mir schon immer gewünscht. Und jetzt ein leckeres Zitronen-Eis für die Vorsorge.
und mir andere schöne Dinge für die restlichen Planeten wünschen. Beinahe hätte ich das Wichtigste noch vergessen, das Geschenk für Pluto, den kleinsten Planeten. Oh, wie schön das glitzert, eine Kristallkugel. Das ist die Kristallkugel, die ich von einem uralten Stern geerbt habe. Sie glitzert nicht nur schön, sie birgt auch ein großes Geheimnis. Man kann in ihr die Zukunft lesen. Nicht nur deine kleine Pluto, sondern auch die Zukunft von all deinen Freunden. Und wie funktioniert das genau, Oma? Oma Galaxa, wo bist du? Sie ist erloscht. Mich hat sie einfach wieder nicht gesehen. Alle haben mich gesehen, nur ich nicht. Kein Erbe an der Schwarze noch. Aber ich werde es mir verschaffen. Alles wird mir gehören. Und mit dem kleinen Pluto fange ich dann gleich an. Hallo, kleiner Pluto. Hallo. Warum bist du denn so traurig? Die Kugel
Yeah.
Es geht noch viel einfacher, kleiner Knoten. Nimm die Kugel in die Hand und streiche sie ein wenig. Denk dabei ein wenig an die Mandalaxa. Dann wirst du den Zug mir lesen können. Da, ich sehe etwas, die Sonne. Strahlend hell und bunt, sie tanzen alle bei mir. Ja, wir dürfen um die Sonne reisen. Das wundert mich. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Kleiner Bär und großer Bär, Sterne im All.
Und was sind Schule, Oma? Ich weiß nicht so recht. Mal überlegen. Ich wüsste schon, was ich mir wünschen würde. Ich würde gerne auf die Erde runter, aber ich traue mich nicht. Ein kleiner Kontakt, der ist weg, aber ich bin
die Julia, wenn du noch einmal kommst. Oma Galaxa. Nächste Woche mit einem neuen Musical starten. Ja?